Moinsen und willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash. Ja, wir spielen nun mit den nächsten Fahrern und zwar nicht den 50er mehr, weil aus der einfachen Begründung, wir haben das Ding durch. Wir fahren 100 und fahren das mit den Koopa-Leuten und weil wir jetzt gerade den Koopa gekriegt haben, werden wir den Koopa auch mitnehmen. So, diesen Cup haben wir schon gespielt. Der eine oder andere mag jetzt fragen, schaut euch das Let's Show an mit LP Mario Party, haben wir schon gespielt. Wir fahren hier trotzdem, weil er dazugehört. Ja, klar, wir fahren jetzt 100. Das ist schon ein Stück schneller, aber nur ein Stück. Nicht komisch schnell, aber ein Stück. Das heißt also, Überrundungsmöglichkeiten relativ niedrig. Und los! Wir haben vielleicht jetzt ein bisschen Konkurrenz, aber nicht groß. Es ändert sich hier, dass in der Mitte die Leitplanke weg ist. Ein Stern als Vierter, ich bitte euch. Danke, tschüss. So, wir fahren auch schneller, sieht man unten an der... Naja, so viel schneller fahren wir jetzt auch nicht. Also, ja, irgendwie gefühlt fahren wir nur ein bisschen schneller. Aber die Computer fahren jetzt schneller. Die CPU fahren schnell, fahren schneller. Setzen jetzt auch öfter Icon sein. War ja in den letzten Teilen relativ mau. Ja, das sieht man. Dankeschön. Deswegen. Ja, danke. Toll, super. Habt ihr echt toll gemacht mit dem Blitz. Ja, das soll jetzt ein bisschen schwieriger jetzt machen mit den Items, dass die Gegner auch mal Items hat. Aber ich finde es auch relativ realistisch, dass die Gegner auch Items hat. Und sich nicht auf sich selbst da konzentriert. Wow! Dass sich selbst konzentriert. So wie er das bei dem 50er-Modus macht. Da konzentrieren sie sich ja doch eher auf sich selber. Als auf irgendwen anders. Aber Kennenlernmodus, ne? So. Gerade durch den. Ja. Habt ihr das gesehen? Das wäre richtig ins Auge gegangen für Mario und Luigi. Das wäre richtig ins Auge gegangen. Zahn und Zahn, ne? So. Gewonnen ist trotzdem gewonnen. Yeah! Paracopa und Copa gewinnen! Jawoll! Zweite Runde war Mau. Und Mario und Luigi sind wieder letzter geworden. Kaum nutzen wir die als erstes, werden die letzter. Voll Deibel. Peach, Peach! Din, din, din! Ich weiß gar nicht mehr genau, was man machen musste für den... doch, jetzt glaube ich, weiß ich wieder. Aber wir spielen das hier in Reihenfolge und nicht nach... weil wir es können. Das ist ja so ein bisschen... Arschi. So. Durchs Wasser. Und ja, klar, alle Fragezeichen wieder verfehlt. So, im Koop-Modus. Weiß ich gar nicht mehr, wie viele Punkte wir haben. Ist ja schon arschlange her. Der Koop-Modus, wenn ihr. Ich glaube, irgendwann im April oder. Ja, im April müsste es sein. März, April. Müssen wir das gemacht haben? Das schon mal richtig doof ist. Das ist natürlich sehr doof.
Aber andersrum. So. Zack, zack und deading. So. Der Bonus von Kupa. Ja, die haben drei. Entweder drei grüne oder drei rote. Je nachdem, auf welcher Position man steht. Ich glaube, hier haben wir, da hat man nur drei grüne, sonst hat man drei rote. Also eher so ein Angriffs-Item. Ein Item, was man eher nach vorne beziehen dürfte, darf, kann, sollte, müsste. Ja, wie gesagt, Überrundungen sind kaum möglich. Sind unsere Panzer oder was? Sieger! Sieger, 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 Sieger. Jawohl! Ten Points! Baby Park, die beiden Runden auf geht's zu diesem Rennen! Da haben wir ja alle im letzten Rennen, im 50er Teil, haben wir alle überrundet. Ob das Auto wird. Ich mag das Fahrrad, war es gerade zu. Ganz, ganz groß gerade. Oh, ganz groß gerade. Ganz groß. Ah oh, ja, klasse. Ja, danke. Und jetzt wenden wir um. Zack, zack. Zack. Dritter. Jawohl! Da haben wir ihn, aber wo kommt wir verlieren auch nicht, wenn wir gegen irgendwas fahren. Dann verlieren wir Item. Kann hier nicht, ne? Zweite doch, ja? Ja, da. Ja, Bowserchen. Zack, überrundet. In dieser Strecke überrundet man eigentlich immer einen. Zumindest wenn man Erster ist. Immer schön nach hinten. Wow, wow, wow. Da ist ja richtig viel los auf dieser Strecke. Boah. So, einen blauen Panzer haben wir auch noch nicht. Vielleicht kommt auch noch erst später. So, Angriff! Schade. Sind ja so weit weg, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich war. Ich war ein Fahrer nach vorne. Da ist er vorne. Einfach vorne. 30 Punkte, letztes Rennen. So, mindestens 8 Punkte müssen wir holen. Damit mein eigenes Ego so ein bisschen wieder glänzt, weil beim letzten Mal haben wir das ja, da gab es ja hier ein Problem. Nicht in dem Rennen, ich weiß gerade, Peach Peach war das Problem, ne? Aber oh, 2 Punkte gemacht. Sind wir 38? Irgendwas war da. Ja, nimm mir das Item weg, ist klar. Ja, genau. Wir haben auch noch Leichtgewicht. Haben wir eine Fahrerauswahl, wie schwer unser Auto ist. Leichtgewicht, klar. Schön wendig. Aber wir fliegen auf. Wow, 3. Haben wir noch 2. Jetzt haben wir noch einen. Jetzt haben wir keinen.
Jawohl, zweimal ist er rausgefahren. Schöne Sache, schöne Sache. Obwohl diese bremsen die ja nicht wirklich aus. Nur kurzzeitig. Was ich aber hier wiederum gut finde, bei dem Double Dash, also bei dem Mario Kart, dass die Computer eigentlich relativ realistisch waren. Es war ein Wirbelsturm, der mich hier hochfuhr. Ich sing kein Schlager hier, weil niemand diese Songs kennt, weil sie es auch gar nicht existieren. Ja, dann gibt es einmal ja den, der hier jongliert. Wow, Bowser Panzer. Das ist Bowser Spezial Angriff. Und das war ein Pokey. Ein großer Pokey. Und das war's. Ja, ja, das sind noch ein bisschen so. Wirbelsturm. Ja. Ich bin extra noch gebremst. Und dann sowas. Dritter. Hey. Das wäre scheiße, wenn wir jetzt hier kurz vor Ende das Ding noch auf Platz 3 rum. So. Ja, genau, ich bremse noch kurz davor. Ich hätte das Ding einfach durchfahren müssen. Ich hätte einfach nur durchfahren müssen. So, weiß immer noch nicht die Antwort darüber, warum die Bäume Autos haben. Warum die Bäume Autos haben, ist klar. Mann, lerne erstmal. Lerne deinen Satz kennen. Dann sprech ihn. Vorher nicht sprechen. Erst lernen, dann sprechen. Warum die Bäume Augen haben. Aber Paracopa hat das Ding gewonnen! Sehr schön! Sehr schön, sehr schön! Das ist der Sieg! Der Sieg ist mein! 60 Punkte! Das sollte nicht sein! Es sind nur 40! Das ist wahr! Die 6, die 4! Alles klar. So, jetzt machen die alle wieder Party. Aber ich zieh das mal durch. Immer schöne Siegerehrung. Ich glaube, das lassen wir dann beim anderen sein. Aber hier jetzt zum ersten Mal ist jetzt. Ich glaube zum ersten Mal, ne? Zum ersten Mal in unserem Let's Play ist das nicht so, dass Yoshi und Bibbido in den Top 10 stehen. Und in den Top 3 stehen. Top 10, du mich auch. Ja, doch nicht rum. So, der Pilz Cup 100. Geht an Koopa auf Paracoopa. Wir sind besser, das ist sehr schön. So, soweit ich ja weiß, kriegen wir jetzt nichts, weil. Genau, kriegen wir nicht, weil wir ja schon mal das hatten und jetzt hätte man das Daisy-Mobil gekriegt, normalerweise. Da wir das aber schon im Let's Show hatten, entfällt es dieses und wir sehen uns dann zum nächsten Mal Mario Kart Double Dash wieder, wenn ihr mögt. Bis dann und tschüss!